Karin Doppelbauer, Budgetsprecherin der NEOS. Danke, Herr Präsident, Herr Staatssekretär, Hohes Haus. Ja, wir kennen alle Licht ins Dunkel. Es ist, jetzt kann man über den Titel streiten und ob das angemessen ist, aber die Idee dahinter ist natürlich eine schöne und eine gute. Und wir kennen auch alle das große Aufgebaren um die Weihnachtszeit, wenn hier im ORF Licht ins Dunkel ganz großartig auch präsentiert wird. Auch das ist aus meiner Sicht in Ordnung. Aber was ich großartig finde, ist die vielen Menschen, die mit ihren privaten Geldern, mit dem Geld, das sie sich nämlich erspart haben und das sie gerne für den größeren guten Zweck ausgeben, hier spenden. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Aber darum geht es hier heute gar nicht. Das ist nicht das Thema, was hier passiert. Das Thema ist, dass diese Bundesregierung, die Bundesregierung, sich letztes Jahr hinstellt und sagt, wir verdoppeln die Spenden. Da habe ich mir gedacht, wie ich es gehört habe, großartig, wow, das ist wirklich großzügig von den Mitgliedern der Bundesregierung, dass sie die Spenden verdoppeln. Aber nein, nicht mit dem privaten Geld, so wie das wir alle anderen machen, die Steuern zahlen. Nein, die Bundesregierung nimmt Steuergeld dafür in die Hand. Und das, meine Damen und Herren, das ist nicht akzeptabel. So geht's nicht. Und jetzt kann man natürlich sagen, es sind sehr schöne Projekte, die da unterstützt werden. Auch dem würde ich zustimmen. Aber dann sage ich auch, der Job der Bundesregierung ist ein anderer. Das ist nicht Spenden verdoppeln, sondern der Job der Bundesregierung wäre hier, Förderungen auf den Weg zu bringen und hier halt gezielt zu arbeiten. Und wir haben es schon gehört, zum Beispiel das Recht auf ein 11. und 12. Schuljahr für Jugendliche mit Behinderung. Da sollten die 14,4 Millionen hinfließen. Aber es gibt halt einen Pferdefuß, meine Damen und Herren. Wenn man das so macht, dann gibt es vielleicht nicht die ganz große Kamerapräsenz. Weil was ist denn der große Unterschied, wie es gemacht worden ist? Der große Unterschied ist, dass man hier Licht ins Dunkel ausgewählt hat. Warum? Weil es eine großartige Medienpräsenz gibt für die Bundesregierung. Eine PR-Show ist es und nichts anderes ist hier passiert. Und da möchte ich schon ganz deutlich sein, dass sich die Regierung, die Bundesregierung, ihre PR-Shows bitte aus der privaten Tasche finanzieren sollte und nicht mit meinem Steuergeld. Man kann das Gesetz auch noch mal genauer anschauen und dann sagen, man gibt ehrlich gesagt auch inhaltlich einiges an Kritik her, weil wenn man es sich anschaut, dann sieht man ja auch, es gibt überhaupt keine Richtlinien, wie das genau ausgegeben werden soll. Also Licht ins Dunkel bekommt hier einen Blankoscheck für das 14,4 Millionen Euro, sei auch nur erwähnt, weil es ist Steuergeld. Und auch da muss man ganz genau hinschauen. Und noch einmal, nichts gegen Licht ins Dunkel, nichts gegen den ORF. Die Initiative prinzipiell ist gut. Aber, liebe Bundesregierung, nicht mit dem Steuergeld hier PR-Aktionen der Bundesregierung zu finanzieren, wäre mein Wunsch. Ein bisschen weniger Bling-Bling, meine Damen und Herren, und ein bisschen mehr Wirksamkeit. Zu Wort gemeldet ist Karin Doppelbauer von den NEOS war das.